Michael Brückner, Uhren als Kapitalanlage. Michael Brückner ist langjähriger Redakteur im Bereich des Luxussegments. Der kennt sich in diesem Bereich sehr gut aus. Er ist auch Uhrensammler und hat in seinem Buch zusammengefasst, wenn ich als Sammler mich dafür entscheide, Uhren zu sammeln, worauf muss ich achten? Beginnt damit, wie kaufe ich Uhren? Kaufe ich die bei eBay? Kaufe ich die auf einer Messe? Vielleicht bei einem zertifizierten Händler? Dann, wenn ich mal so eine Uhr besitze, wie lagere ich die am besten? Worauf muss ich da ganz besonders aufpassen? Und auch am Schluss natürlich auch noch, wenn ich mir eine Uhr verkaufen will, weil es soll ja vielleicht auch ein lukratives Investment sein, wo kann ich das am besten machen? Worauf muss ich wiederum aufpassen? Was in dem Buch noch sehr gut beschrieben ist, sind die verschiedenen Uhrenhersteller, die großen zum Beispiel, auch die kleineren, die sogenannten Small Caps, also kleine Uhrenmanufakturen, aber auch zum Beispiel auch, worauf muss ich achten, was es mit Plagiaten zum Beispiel zu tun hat. Was für Möglichkeiten gibt es, Uhren zu fälschen, worauf muss ich da besonders aufpassen? Und das Ganze ist, wie ich finde, in einem guten, großen Zusammenhang gestellt, einfach Uhren als Kapitalanlage, auf was muss ich wirklich alles aufpassen und wie mache ich damit ein gewinnbringendes Investment. Dr. Hubert Schmidt, liebet eure Banker, denn ihr werdet sie noch brauchen. Dr. Hubert Schmidt ist Vorstandsvorsitzender der Bank Schilling und hat quasi ein kleines Insider-Buch geschrieben über Banker, über Bankiers, weil es ihm vor allem ein bisschen auf die Nerven gegangen ist, dass es zurzeit momentan dieses typische Banker-Bashing gibt. Das heißt, alle hacken einfach nur auf den Banker rum, einfach ohne zu unterscheiden, ist es vielleicht jemand, der auf dem Dorf in der Raiffeisenbank arbeitet, der jeden Kunden noch persönlich kennt, oder ist es einfach ein gesichtsloser Investmentbanker, der mit dem Geld andere Leute zockt. Als langjähriger Mensch, der sozusagen in diesem Gewerbe arbeitet, kennt er sich in diesem Metier natürlich gut aus. Und was er einfach ganz klar sagt, ist klar, auch viele Banker, auch die ganze Finanzindustrie hat definitiv Schuld an der Finanzkrise, aber es ist ja nicht so, dass sie alleine gewesen wären. Es ist ja auch so, dass die Kunden vielleicht auch überzogene Erwartungen haben, dass jemand in die Bankfiliale kommt und sagt, ja, ich möchte jetzt doch 4-5% Zinsen, weil das kriege ich ja irgendwo im Ausland bei irgendeiner komischen Bank auch. Und er macht es sehr solide, er zeigt einfach auf, wer hat vielleicht Schuld an der Finanzkrise, wer hat wo vielleicht überzogen reagiert, wer hat vielleicht da und da falsche Erwartungen gehabt. Und er sagt auch einfach, Geld anlegen bedeutet immer ein Risiko und dieses Risiko werden Sie immer haben. Das wird bei dem Banker das gleiche sein wie bei dem Privatanleger. Geld anlegen ist immer eine Sache, eine emotionale Sache, eine Sache, in die man sich reindenken muss und es kann nicht einfach irgendein Banker für Sie übernehmen, sondern Sie müssen sich immer selber darüber Gedanken machen. Thorsten Pollert, der Fluch des Papiergeldes. Thorsten Pollert ist Chefökonom der Degussa und ist außerdem Honorarprofessor an der Frankfurter School of Finance und Management. Thorsten Pollert guckt sich in seinem Buch an, wie Geld funktioniert. Thorsten Pollert ist einer der Vertreter der österreichischen Schule, das ist eine Denkrichtung der Volkswirtschaft, die das herrschende Geldsystem, also unser Papiergeldsystem, ablehnen, weil sie sagen, unser Geld ist durch nichts gedeckt. Also steht kein Gold dahinter, steht kein Silber dahinter. Das ist quasi Geld, das beliebig vermehrbar ist. Und wenn Geld beliebig vermehrbar ist, haben wir vor allem irgendwann eines, Inflation. Dieses Inflationsproblem haben wir vielleicht demnächst in der Eurozone, weil die Regierungen oder die EZB quasi Geld drucken, wenn man es so möchte. Und was Thorsten Pollert also macht, ist zu gucken, wo sind die Probleme, wenn man so ein System benutzt. Wie kann man das vielleicht lösen? Brauchen wir wieder eine Golddeckung? Brauchen wir irgendwas dahinter? Vielleicht einen Warenkorb aus bestimmten Sachen, sei es Rohstoffe, sei es Fertigerzeugnisse, die quasi dieses Geld decken? Oder funktioniert es vielleicht auch so? Wie ich finde, es ist ein erstklassiger Einstieg in die politische und die ökonomische Dimension des Geldes. Und Pollert hat, wie ich finde, das extrem gut zusammengefasst.